Ganz anderes Thema jetzt bei uns, Vandalismus. Damit haben viele bayerische Kommunen zu kämpfen. Zerstörungswut von öffentlichen oder privaten Dingen, wozu auch das Bemalen oder Besprühen von Wänden, Stromkästen oder Brückenteilen zählt. In Cham, genau an der Quadfeldmühle, da gibt es jetzt eine Aktion gegen diese Art des Vandalismus. Und unser Oberpfalz-Korrespondent Rudi Heinz kann uns sicher die Idee dahinter jetzt live etwas näher bringen, lieber Rudi. Ja, Tom, denn diese Idee ist 14 Meter lang und 4 Meter hoch. Und man sieht schon, die Jungs wenn man mit und Mädels das macht, dann der weiß man, das wird Fachoberschule einfach. Hier in Cham sind seit heute in der Früh mit dabei. Und hier wurde schon etliche Liter Farbe an die Wand gesprüht. Und nur ein Beispiel daraus, schaut mal her. Dieser Sack voll ist nur ein kleiner Teil. Also die Spraydosen sind leer und wir waren von Anfang an heute Morgen mit dabei, wie die Jungs und Mädels hier angefangen haben mit dem Projekt. Es wird bunt in Cham. Knapp 900 Spraydosen sorgen dafür, dass eine langweilige graue Betonwand Chams neues Kunstwerk wird. Innerhalb eines Tages haben Schüler der beruflichen Oberschule in Cham 100 Quadratmeter Fläche in ein farbenfrohes Highlight umgewandelt. Ein Großteil der 30 Schüler haben heute zum ersten Mal eine Spraydose in der Hand. Ist eigentlich ganz schön. Also es ist mal ganz was Neues auf jeden Fall. Ich finde es schön, mal zu erleben. Es ist ziemlich ungewohnt, aber es macht echt schon viel Spaß, obwohl es einfach nur ein bisschen Linien ziehen ist. Ich finde es gut, dass wir das mal lernen, also legal zum Sprühen und nicht illegal. Ja, es ist schon irgendwie cool. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber macht schon Spaß. Hintergrund der Sprayaktion ist ein Projekt gegen Vandalismus. Die Jugendlichen haben sich in der Schule intensiv mit dem Thema beschäftigt und wollen damit jetzt ein Zeichen setzen. Graffiti-Künstler Jonas Heigl aus Regensburg unterstützt die Jugendlichen dabei. Ich bin ja Teil von der Szene, ich kriege das ja live mit. Wenn wir wieder tolle neue Flächen zur Verfügung haben, dann ist die Szene erstmal beschäftigt, so ganz klar. An der neuen bunten Wand kommt in Cham keiner so schnell vorbei. Noch. Der Platz ist in der Graffiti-Szene beliebt und bekannt. Es kann also gut sein, dass sich der nächste Künstler hier schon bald wieder verewigt. Ja, und von Anfang an, seit heute Morgen mit dabei ist auch Sabrina Kauer. Sabrina, darf ich ganz kurz stören? Wie ist es denn so mit dabei sein bei diesem Projekt? Es ist total aufregend, es macht super viel Spaß und ja, es ist eine super Veranstaltung für alle. Damit wir nicht mehr länger aufhalten, vielen lieben Dank. Schauen wir gleich weiter. Das Ganze ist ja auch ein EU-Projekt und mitinitiiert hat es Michaela Schelbauer. Frau Schelbauer, was steckt denn genau hinter diesem Projekt? Unser Projekt heißt Jugend gegen Vandalismus und wir wollten hier den Jugendlichen einfach die Chance bieten, auf einer legalen Fläche Kunst zu sprühen und damit zu zeigen, dass Graffiti nicht immer Sachbeschädigung sein muss, sondern an der richtigen Stelle auch wirklich Kunst ist. Sie haben auch eine Podiumsdiskussion abgehalten in den letzten Monaten und haben quasi auch die anderen Bürgermeister ein bisschen so angehalten, schafft doch bitte Flächen. Genau, wir haben vor 2 Jahren schon mal gesprüht bei uns an der Schule mit Schülern und haben im Anschluss eine Podiumsdiskussion abgehalten mit Politikern aus dem Landkreis und haben die schon gebeten, legale Flächen zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, das könnte vielleicht auf einem guten Weg sein. Wie wichtig ist es, dass man den jungen Künstlerinnen und Künstlern im Landkreis Cham solch eine Fläche bietet? Weil es gibt ja auch Vandalismus im Landkreis Cham. Sehr wichtig, weil, wie Sie schon sagen, nicht nur in den großen Städten gibt es Vandalismus, auch durchaus hier in Cham. Und da gibt man den Jugendlichen einfach die Chance, sich legal auszutoben und einfach mit der Kreativität auch noch was Gutes zu schaffen. Vielen herzlichen Dank, Frau Schelbauer. Ja, die Jungs und Mädels werden noch fleißig weitermachen. Am Abend soll es dann fertig sein, vorausgesetzt das Wetter spielt einigermaßen mit. Und dann kann man es ab morgen betrachten, hier mitten in der Stadt Cham, im Herzen der Stadt. Vielen Dank, Rudi.